breit aufgestellt ist, eine Multiplikatorinnenfortbildung zum Rechtsextremismusprävention. Konzipiert worden ist sie im Wesentlichen von Arbeit und Leben Hamburg. Ich bin von der Ausbildung her Soziologin und Politologin und arbeite als Bildungsreferentin hier bei Arbeit und Leben Hamburg im Projekt Mobiles Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und habe da natürlich auch die Erfahrungen, die ich in dem Projekt gemacht habe, die Beratungsanfragen, die da in dem Projekt auf mich zugetragen werden, mit in die Konzeption einfließen lassen. Uns geht es darum, zu reflektieren, was passiert denn bei uns, was passiert in der Mitte der Gesellschaft und wo sind die Verbindungslinien zwischen Ausgrenzung, die ganz niedrigschwellig im Alltag, im Bus, auf dem Arbeitsplatz, im Sportverein mit rassistischen Bemerkungen, mit antisemitischen Stereotypen, mit sexistischen Handlungen, mit nationalchauvinistischen Äußerungen stattfindet. Um da dann auch die Verbindung herzustellen und zu gucken, wo ist das der Nährboden für eine erstarkende rechte Szene und wo muss dieser Nährboden dann eben auch bekämpft werden, damit auch organisierte Neonazis es schwieriger haben, mit ihren Themen in der Bevölkerung zu landen. Deswegen geht es uns darum, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Workshops da fit zu machen, dem was entgegenzusetzen. Naja, was man ja schon viel hört von Pädagogen und Pädagoginnen ist, dass du Jude auf Schulhöfen wirklich eine gängige Beschimpfung auch ist, wo es jetzt glaube ich nicht so ist, dass das lauter kleine organisierte Neonazis sind, die diese Schimpfwort benutzen, sondern das sind in Anführungszeichen ganz normale Jugendliche, denen aber deutlich ist, dass sie andere mit dieser Beschimpfung abwerten können und mit dieser Beschimpfung natürlich irgendwas auch transportieren. Die Mitte der Gesellschaft besteht aus jungen Menschen, aus älteren Menschen, aus ganz unterschiedlichen heterogenen Zielgruppen. Viele von denen werden wir nicht erreichen können, deswegen das Konzept einer Multiplikatorinnenfortbildung, weil wir glauben, dass über einzelne Lehrer und Lehrerinnen, über Sozialpädagogen junge und alte Menschen erreicht werden, die in Bildungsmaßnahmen, in Seminare, Angebote der politischen Bildung sonst nicht selbst gehen würden. Ja, die Fortbildung war tatsächlich wahnsinnig schnell ausgebucht. Wir haben dann eine Warteliste gemacht und eigentlich könnten wir jetzt die nächsten 3 Durchläufe locker bespielen mit den Leuten, die sich in einem ersten Schwung überhaupt angemeldet haben. Also ich finde, da wird schon nochmal deutlich, dass wir mit dem Angebot auch eine Lücke schließen und eine gute Ergänzung bieten, eben zu dem, was es schon lange gibt. Typisch für die Seminarsituation, würde ich sagen, ist der Stuhlkreis. Das heißt, wir haben einen Seminarraum, wo nicht alleine eine Tafel oder ein Flipchart ist, sondern bei uns im Seminar in der Fortbildung gibt es relativ viel Bewegung. Das heißt, es gibt einen größeren Anteil, wo Bewegungsmethoden, wo Kleingruppendiskussionen stattfinden, wo soziometrische Aufstellungen stattfinden, wo die Menschen, die diese Fortbildung machen, in Bewegung kommen, wo die Menschen als Menschen auch aktiv werden. Die ersten Module waren total spannend. Es ist eine sehr heterogene Gruppe, es sind sehr unterschiedliche Menschen. Das ist auf der einen Seite sehr spannend. Es waren sehr engagierte Teamerinnen und Teamer, die ich das Gefühl hatte, die verstehen total was von dem, was sie da machen. Die machen das auch schon sehr lange, geben mir selbst nochmal Impulse, wie ich mit bestimmten Methoden umgehen kann. Und auf der anderen Seite habe ich auch neue Methoden entdeckt, mit denen ich zum Beispiel noch gar nicht gearbeitet habe. Und das war für mich total sinnvoll, das zu machen.